fahren. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, machen wir heute mal die kleine Höhlenexpedition, wenn ich sage, oder? Ja. Ja, können wir machen. Dann treffen wir uns hier draußen. Wir stehen gerade schon zu zweit hier. Zu dritt. Wir sind alle da. Okay, dann wer auch immer den Weg kennt, ab nach vorne. Ab vor. Wir gehen hinterher. Ich lauf mal los. Alles klar. Hau auf. Wir gucken hier. Ich muss nur mal eben hier das Loch suchen, das Tinkel, oder muss ich doch jetzt hier kommen, ne? Das Über Gefühl kenne ich. Ja. Diesmal habe ich mir den Spruch verkniffen. Ich könnte jetzt sagen, wer kennt es nicht, ne? Ich habe auch gerade keine Ausdauer mehr, das ist mein Problem. Oh Gott. Tut mir leid, dass der Spruch auch passt. Immer dieses Zweideutige. Ist doppelt lustig. Ja, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr im Leben. Im Leben. Entschuldigung, Schluck. Ja, yeah. Sagt man das dann. Das war die Strafe. Karma. Was ist mit Karamell? Karamell ist lecker. Ich mag es gerne. Sind nur alle da? Vielleicht jetzt nicht schnell in die Renne. Alles gut. Und diese Ausdauer hier, ne? Na, das ist so das Problem. Das merkt man auch, wenn man dann halt Bäume kloppt. Ein Stückchen weiter bei der Höhle ist von denen noch das große Dorf. Da kann man sich auch noch gut mit. Auch noch gut mit Dynamit und sowas ausrüsten. Mhm. Okay. Aber ein anderes Dorf als wo wir schon waren, oder? Ein anderes, ja. Mhm. Wir waren ja auch schon in irgendeinem Dorf. Ich auch schon an der Höhle. Okay. Ich glaube, hier oben rechts ist ein Dorf, ne? Irgendwo. Hier oben auf der Klippe. Genau das. Ja, genau das meinte ich auch, ja. Mhm. Weil ich hier nämlich mal in der Nähe gebaut habe. Das hier ist immer die Ecke, wo ich baue, wenn ich alleine spiele. Wenn man da alles so schön um die Ecke hat. Jetzt muss ich mal kurz gucken, an welchem Hang hier genau die Höhle ist. Genau da hinten in dem Waldstück habe ich als allererstes mal gebaut, wo ich das erste Mal gespielt habe. Mal eben kurz Ausschau halten, wo die Höhle genau ist. Ah, da. Ich hab's. Ja, hier oben auf dem Plateau vor dieser Höhle habe ich meine Kirche stehen. Na dann. Runter ins Loch. Ja. Da war ein Dieb gefunden. Und hier unten ist nichts los, ja? Der kann, ne? Also an Gegnern meine ich, jetzt ist nichts los hier unten. Ich sag mal so, wenn wir da jetzt gleich, wir müssen jetzt gleich nochmal ein Seil hoch, wenn wir rechts rumlaufen würden, da wäre ein großer Gegner und ich glaube 3-4 kleine. Okay. Aber da müssen wir gar nicht hin, also die können wir so umlaufen, dass die uns gar nicht mitkriegen. Ich folge euch einfach. Ich habe keinen Plan davon. Wenn ich rechne, gibt es hier auch irgendwo das Wege, ne? Der Höhle. Was gibt's da? Hier gibt es auch die Kettenwege bei den Katanen irgendwann hier. Nicht so recht erinnere. Hier sind ein paar Items im Sammeln. Ja, die ist, glaube ich, ein Stückchen, da weiter an diesem Sinkhole da in der Nähe. Auch.
So. Warte ich mal kurz. Also wenn wir jetzt rechts laufen würden, da wo es schimmert, da wäre ein großer Gegner und ein paar kleine. Aber wir gehen jetzt hier lang, wo das Holzding ist, ja? Genau. Mal eben noch auf alle warten. Und ich komme jetzt hoch. Ich wollte mir die Bilder kurz noch angucken, die da waren. Klamotten wechseln, yeah! Da liegt auch ein Spielzeugteil. Achterbahn. So, und hier sind wir schon. Hier gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen zu holen. Wir sind aber auch gut aus der Kerl hier. Ja, an dem Typ. An dem linken hängt das Katana. Hab ich schon. Wie kann man sich nochmal ducken? Rechten Analogstick rein. Okay. Uhren bis zum Umfallen hier. Ja. Hier gibt's auch irgendwo noch, ich glaube Haarspray. Gab's ja das Haarspray, ich weiß gar nicht mehr so genau. Oder die Taschenlampe. Yeah. Was soll uns das hier sagen? I love Gedärme oder was? Oh, okay, money. Hier, Geld. Stoffe. Was 57 Geld jetzt gesammelt. Damit noch was war. Einmal Screenshot, bing. Hier hinten gibt's guck mal, Kev, wir sollten immer alles mit Köpfchen angehen, oder? Bitte was? Oh, super. Ob das Essen so gut ist hier? Wer weiß, wie lange das hier schon liegt. Kev, du solltest doch wissen, man sollte immer das Essen, was neben Leichen in irgendwelchen Höhlen rumliegt, nicht ablehnen. Ja, eben. Das ist das Beste von allem. Ja. Ich bin nahrhaft. Das ist mit ganz viel Würze dran. Ja. Das ist so frisch, das lebt sogar noch. Genau. Oder wieder. Delikatesse. Ja. Da würden andere Leute eine Menge Geld für zahlen. Hoffentlich nicht. Ne? So. Dann haben wir das jetzt also alles so. Ich bin einmal durch. Ich glaube, wir haben alles so weit hier. Wir könnten jetzt auch weiter an das Dorf und das auch noch leer räumen. Mir ist das egal, können wir gerne machen. Soll ich wieder vorlaufen? Ja. Katana! Das Schöne bei dem Katana finde ich, das ist halt beim Schlagen nicht so schwerfällig wie die Axt. Ist schön schnell. Das Zeug geht ja auch alles nicht kaputt, ne? Nee. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, da ist jemand sauer. Das ist zum Beispiel das, was ich an dem Spiel besser finde als bei Minecraft. Bei Minecraft geht alles immer so schnell kaputt. Ja. Wir haben Besuch, Leute. Oh, ist der hochbekommen? Ja. Ja. Das ist ja witzig. Stell das Seil runter. Das habe ich auch noch nie. Das Monster klingt so wie Kev, wenn er bei der Formel 1 von jemandem gerammt wurde. Bitte was? Gut, dass das so passiert. Sei denn, du hast mal wieder deinen Moment.
Nee, ich lasse nur die Reifen platzen. Ich war zufrieden mit meinem Rennen. Zwei Rennen gefahren, zweimal nicht geschlagen. Naja, Samstag ist wieder eine neue Chance. Ja. Ach, mal gucken. Solange wir Punkte holen. Daumen, ne? Solange wir von unserem Team Punkte holen, ist das mir herzlich egal, wie viel ich werde. Gemeinsam holen ein paar Punkte gemacht. Gemeinsam schließen wir ein bisschen oben an. Sonntag habe ich einen fünften gemacht. Hä? Aber wir sind ja nicht gefahren, wir fahren das nächste Woche wieder. Also jetzt ist der Sonntag wieder. Na, jetzt ist doch eigentlich das, wo die Rennen gleichzeitig laufen, wieder vorbei, ne? Jetzt habe ich. Ja, gestern bin ich mit 13. geworden, immerhin noch. Habe ich gesehen, du und Flo, das war eine schöne Sache. Ja, oh, Dorfbewohner. Ja. Der Arme. Und Beine. Der hat ja mal nicht so komisch geguckt, ne? Meins. Guckt mal, Kev hat ein Kuscheltier auf den Rummel gewonnen. Ja. Schön. Ist sogar noch warm. Schön warm und kuschelig. Gleich mal reinlegen. Ach, da hinten. So. Mal kurz orientieren. Ob alle da? Ja. Wenn ich beim Kämpfen einen von euch erwische, das zieht ja, glaube ich, kein Leben ab. Nein, ne? Der Eigenschaden ist aus. Gut, also da kann ich halt wie bekloppt drauf prügeln. Sonst hätte ich jetzt gerade auch nicht so durchgezogen mit dem Schwert. Weil die standen nämlich auch alle rum. So, ab zum Dorf. Also Friendly Fire ist ausgestellt. So quasi. Mhm. Ja. Das hat tatsächlich echt gerade gut geholfen. Das hier ist, glaube ich, das Hauptdorf, ne? Die haben ja. Gut, das sind nur Stoffe. Schade. Ich glaube, das wäre. Im Stoff hängt der Arm noch dran. Pass mal eins. Aber hier ist auch noch eine Höhle. Da ist die Karte und der Kompass drin. Ja, dann gehen wir da jetzt als nächstes rein. Da ist auch kein Gegner. Hast du es gesehen, Kev? Nein. Warte. Was hast du jetzt schon angestellt? Warte. Wo bist du da? Ich stehe bei dir. Ja. Genau am Kopf mit dem Tennisball. Also. Was ist jetzt hier ein komischer Fetisch? Der hat den Tennisball. Das geht ja. Das sieht aber auch nicht gesund aus mit dem Tennisschläger im Mund. Das hast du ihm doch beigebracht. Hier ist doch irgendeiner, der hat irgendwie eine Kamera im Mund oder sowas. Hier ist er. Ist er das mit der Kamera? Oder ist er das mit den Zahnbürsten? Dynamit. Ja. Dosen. Ah, blöd, dass es jetzt schon wieder dunkel wird. So, da ist okay. Zurück zum Haus oder wollen wir noch irgendwo reingehen? Also hier vorne ist noch eine Höhle, da kann man den Kompass holen. Ja, da würde ich jetzt als nächstes reingehen, also dann quasi in der nächsten Folge. So, ich mache jetzt glaube ich wieder gleich ein Folgenende. Ich halte immer so zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten. So. Also wir sind schon wieder ein bisschen. Oh, komm her. Ah, das heißt. Ah, blöd. Du kannst auch anzünden, die Tennisbälle, ne? So. Leider Gottes setzt man sich damit selbst unter.
Feuer. Unter Feuer. Also eigentlich genau das Richtige für Kev. Bitte was? Eigentlich schon. Ja. Wir haben schon wieder Besuch, glaube ich. Da kommt schon wieder irgendwo gleich eingerannt. Der stellt sich doch immer gerne ins Lagerfeuer. Das ist schon vor lange nicht mehr passiert. Momentan, ja. Das darf auch keiner so bleiben. Also dieser Session noch nicht. Hier oben, also hier ist auf jeden Fall die Höhle jetzt, wo ich vorstehe. Ja, dann kommen wir zu dir. Dann mache ich hier gerade das Folgenende gleich. Und dann kommen wir sofort in der nächsten rein. Moment. Hm.